Ja, Leute, guten Tag schon wieder. Da sind wir zum dritten Match der ESL FIFA 16 Major League. Das erste Spiel hatte ich gewonnen gegen Cicinho mit 0:2 bzw. 2:0, also nach Spielen. Das zweite Spiel hatte ich verloren gegen Mo Bamayang, auch mit 0:2. Und im dritten Spiel muss ich eben gegen Danny Bester ran, der bis dahin also ein Spiel gehabt hat und das auch gewonnen hatte. Also Danny Bester für mich in der ESL grundsätzlich ein Begriff. Ich wusste jetzt aber nicht genau, worauf ich mich da einlasse. Ich habe das jetzt zusammengeschnitten. Diesmal, weil das tatsächlich sonst über drei Spiele gegangen wäre. War auch ein bisschen kurios. Wir hatten das erste Spiel schon ein bisschen länger her gespielt. Dann ist er plötzlich essen gegangen und ist eine Stunde nicht mehr wiedergekommen. Und danach haben wir zwei weitere Spiele gemacht. Und ich denke, wir fangen einfach mal an mit dem Gameplay. Wie gesagt, ist zusammengeschnitten. Und dementsprechend, beginnen wir mal. Lasst euch überraschen, wie es ausgeht. Und beginnen wir jetzt einfach mal da. So, also ich hatte beim ersten Match also vergessen hier. Leider vergessen. Sag mal schnell den Kommentator auszumachen. War ein bisschen unglücklich. Wie gesagt, das war das erste Match jetzt hier. Ich mit dem Anstoß muss ich übrigens swappen von rechts nach links. Mit FC Bayern und Danny Bester auch mit FC Bayern. Nicht in meinem gewohnten 4-3-3 falsche 9. Danny Bester, glaube ich, war in dem 4-3-3 offensiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder im 4-3-3 schmal. Auf jeden Fall hier direkt mal nach dem Anstoß die erste Chance von Lewandowski. Aber klappt nicht ganz und dann springen wir auch direkt mal in die 10. Minute. Hier ein Einwurf für mich, den ich direkt verliere und dann die Flanke von Danny Bester kommt hier aber nicht an. Eine gute Flanke eigentlich, ein Stück zu früh vielleicht, aber ansonsten wirklich gut gemacht. Und dann hier die Situation in der 17. Spielminute, ein Freistoß. Die erste Freistoß versuche ich hier lang rein, kriege ihn mit dem Kopf, aber für Neuer an dieser Stelle überhaupt kein Problem. Und dann Danny Bester hier mit dem Angriff verliert hier den Ball in der 36. Spielminute. Und dann kommt da Alaba, der den Ball weiterleitet auf Robben. Robben zieht hier nochmal dran vorbei. Bringt ihn nochmal Robben mit der Schussantäuschung. Der Pass legt ihn nochmal rein und Lewandowski ist da und kann hier das 1:0 für mich machen. Fand ich jetzt ganz gut gespielt, muss ich sagen. War dementsprechend schon 42. Spielminute jetzt hier mit dem Ballverlust. Auch von meiner Seite und Danny Bester mit dem Gegenangriff bringt ihn hier lang auf Robben. Robben hier mit der Ballrolle kriegt den Ball dann auf Costa und Costa zieht hier richtig schön rein und richtig stark gemacht von Danny hier. Reingezogen, richtig gut nochmal und schließt dann auch richtig gut ab. Und dann hier 45. Spielminute, war es auch schon wieder Halbzeit, also Rabe seht, ich habe einmal nicht aufgepasst, beziehungsweise Dani hat das richtig gut gemacht, zieht da rein, macht den Ausgleich, gut, meine anderen Chancen habe ich extra nochmal gezeigt, waren jetzt auch nicht so großartig, klar, die erste Situation direkt hätte vielleicht auch mal reingehen können, wenn Lewandowski den besser köpft, aber der Freistoß war jetzt etwas weit entfernt und dann gehen wir hier auch in die zweite Halbzeit. Schon in der 51. Spielminute und Danny Bester hier mal mit dem Pass, aber kriegt den Ball hier nicht und dann der Fernschuss weit übers Tor von Thiago. Und kurz darauf in der 55. Minute hier die Ecke, Danny verliert hier den Ball, aber auch mein Ball hier raus, klappt nicht gut. Und dann Danny Bester hier mal über Müller, der den hier nochmal auf, jetzt Müller. Und dann die Situation nicht sauber ausgespielt, aber auch wieder von mir nicht gut. Und dann dieser Schuss hier von Vidal. Echt nicht schlecht, also ein schöner Seitenfallzieher. Und dann gehen wir hier ungeschnitten weiter in die nächste Situation. Der Abstoß von mir. Hier versuche ich nochmal Ruhe reinzubringen. Jetzt der Seitenwechsel.
Auf Robin weitergeleitet. Dann hier ein bisschen Glück, dass ich den Ball direkt wieder kriege. Immer noch Robin. Auch bei dem Pass ein bisschen Glück gehabt. Thiago dann mit dem langen Ball auf Costa. Lahm verspringt. Kriegt ihn. Und dann an den Pfosten mit Thiago. War wieder kein schlechter Konter, aber der Abschluss dann unsauber und dementsprechend kein Tor. 64. Spielminute dann hier im ersten Spiel des BO3s. Dann die Beste mit dem Spielaufbau über Thiago, der den lang auf Lewandowski und dann dieses Ding hier. Uiuiui, da habe ich mich ein Stück weit verschätzt. Schon 69. Spielminute jetzt. Und Dani hier mit einer schönen Konter, spielt den Ball gut aus und treibt den Ball hier mit Ribéry, bringt den auf Lewandowski. Lewandowski nochmal auf Götze, dann Thiago und Thiago mit dem Abschluss. Und diesmal wurde schon knapper. Also beim ersten Fernschuss zog er ihn ziemlich weit daneben. Oder das ist der obligatorische Wechsel hier. Mal gucken, Thiago raus, Götze rein. Muss ich hier gucken, die Außen nochmal ersetzen. Coman frisch rein, Ribéry frisch rein, damit man ein bisschen mehr Offensivpower hat. Und das Ganze dann komplett ungeschnitten hier mit dem Abstoß dann auf Vidal. Vidal hier gut den Ball behauptet, kriegt ihn hier auf Lewandowski. Lewandowski auf Götze, Götze weiter auf Müller. Immer noch Müller, immer noch Müller und dann setzt sich Lewandowski da durch. Aber kriegt nicht den Abschluss. Neuer ist da. Und dementsprechend kein Tor. Und hier wieder der Ballgewinn auf meiner Seite. Jetzt mal Vidal direkt in die Spitze auf Müller. Müller legt nochmal quer auf Lewandowski. Und Lewandowski macht hier das 2:1 in der 81. Spielminute. Und dann direkt im Gegenzug. Also der Anstoß hier von Dani Bester. Nochmal in die Spitze, verliert hier dann aber den Ball. Kriege ich nochmal auf Götze, dieser Pass unsauber über Lewandowski. Und dann verliere ich den Ball hier auf an Boateng. Und dann nochmal hier Lewandowski mit einem schönen R2L2-Dribbling, der den weiterbringt auf Robben. Zieht auch hier wieder gut rein und das war auch wieder stark gemacht. Aber dann doch nicht durchgekommen. Und dann verliere ich hier mit einem langen Ball den Ball. Und Dani Bester ist da, spielt ihn durch, legt ihn nochmal quer und macht hier das 2:2. Richtig bitter. Also es hat nicht lange gedauert in der 81. Spielminute das 2:1 und in der 85. schon das 2:2. Und so ging das Ergebnis auch bzw. das Spiel auch aus. Und leider, also leider, leider. Das war dann das Problem. Das war dann das Problem. Wir haben eben 2:2 gespielt, da kam eine Stunde nicht und dementsprechend sind wir dann ein paar Tage später ins nächste Match gegangen und wir haben gesagt, okay, wir bleiben so, also wir machen jetzt kein Golden Goal direkt mal, sondern wir spielen direkt mal weiter, beziehungsweise machen ein ganzes Match und wenn das dann unentschieden ausgeht, spielen wir ein Golden Goal. Und dann habe ich direkt mal in der 36. Spielminute hier die dicke Chance. Und verwerte nicht, gibt aber direkt danach nochmal die Ecke. Also das ist direkt, das hat schon ziemlich lang gedauert, bis überhaupt die ersten Chancen kamen. Und dann hier so ein kleiner Sturmlauf, noch eine Ecke für mich. Den lasse ich natürlich direkt auch mal durchlaufen. Also die erste Halbzeit wirklich 30 Minuten lang egalisiert gegenseitig. Und dann war hier so ein bisschen die Chance da von mir. Hier gewinne ich nochmal den Ball mit Robin. Robin hier mit der Schussantäuschung. Nochmal die Flanke. Und dann ist es abseits. Das Tor zählt nicht. Und dann sind wir auch schon wieder in der 45. Minute. Nochmal hier mit Lewandowski. Der wird gestoppt mit zwei Mann. Und auch hier nochmal zur Ecke für mich. Also wie gesagt, die erste Halbzeit in diesem Spiel war ziemlich rar an Chancen. Hier mal die Flanke rein. Aber auf der Linie geklärt. Kriege ich nochmal den Ball. Und der Fernschuss übers Tor. Das waren so ziemlich die einzigen Chancen hier in der ersten Halbzeit. Der lange Abstoß müsste gleich auch Abpfiff geben, wenn ich mich recht erinnere. Genau, es gibt Abpfiff. 0:0 ging es dann in die Halbzeit, man sieht es hier, Dani Bester bis dahin keinen einzigen Torschuss. Und ja,
So gingen wir eben in die zweite Halbzeit und Dani jetzt von rechts nach links mit FC Bayern in Rot. Und da springen wir auch schon wieder ganze 15 Minuten weiter. Also man muss sagen, bis dahin hatten wir eine starke Defensivleistung von beiden. Und dann kommt Dani Bester hier durch mit Coman. Ne, stimmt gar nicht. Mit Costa. Und macht hier das Tor. Und wieder ziemlich lange Zeit nichts von beiden Seiten, die defensiv sehr gut gestanden haben. Und dann mal dieser Angriff hier in der 85. Spielminute. Robben setzt sich durch und Robben macht das 1:1 hier. Stark durchgespielt, durchgesetzt, nicht durchgespielt, sondern durchgesetzt. Also ihr seht, sehr, sehr aufmerksam auf beiden Seiten. Hier in der 90. Minute von Dani Bester nochmal der Versuch, irgendwie das 2:1 zu machen. Aber auch das gelingt nicht und kriegt hier nochmal den Ball wieder. Und dann gibt es den Abpfiff. Und somit mussten wir in ein Golden Goal gehen. Das haben wir auch direkt mal danach gestartet. Geht dann auch hier los. Also wie gesagt, der das Tor macht, holt sich den ersten Punkt im Best of Three hier. Und dann Dani Bester hier direkt nach dem Anstoß mal. Ah ne, Entschuldigung, das bin ich. Ich hier direkt nach dem Anstoß, genau, hier mal rüber auf Lahm. Lahm springt über den Ball und dann Robben. Immer noch Robben mit dem R2L2 drin, zieht den Ball zurück, spielt ihn hier auf Thiago. Thiago sieht Lewandowski und Lewandowski schießt den Ball nur an den Pfosten. Und dann hier in der 23. Spielminute gibt es den Freistoß. Lahm steht. Wird aber auf Costa gewechselt. Costa täuscht an. Versucht ihn unten lang. Nochmal in die Mitte gespielt. Aber in der Mitte steht einer und hat den Ball. Das ist übrigens trotzdem Bayern München gegen Bayern München. Also die Trikots irritieren ein bisschen. Dani Bester hat dann nicht mit BVB gespielt. Sondern das war einfach ein Bug. Ein Anzeige-Bug, dass er die Dortmund-Trikot hatte. Spielt aber trotzdem mit Bayern. Und dann in der 35. bzw. 36. Spielminute hier das 2:1 für Dani Bester. Und dementsprechend der erste Punkt geht hier an Dani Bester. Und ich muss das nächste Spiel auf jeden Fall gewinnen, um in ein weiteres Spiel zu kommen. Also so haben wir uns geeinigt. Wie gesagt, das BO3 ist halt so gewesen, weil beim ersten Mal haben wir gesagt, okay, im Grunde genommen war das erste Spiel eigentlich annulliert, das Unentschieden. Danach haben wir nochmal Unentschieden gespielt, dann hat Dani durch eben dieses Golden Goal gewonnen. Ich muss ihn übrigens swappen, weil Dani Bester von rechts nach links spielt und ich von links nach rechts und das macht er hier richtig gut, spielt den Ball in die Mitte. Aber es ist Abseits, es war Abseits, dementsprechend kein Tor an dieser Stelle. Und dann hier Dani Bester mit dem Versuch wieder nach vorne zu kommen. Spielt ihn hier auf Müller, der weiter auf Ribéry. Nochmal Lewandowski auf Lahm. Also Dani hier sehr gute Ballkontrolle. Bringt ihn hier auf Lewandowski. Lewandowski schießt ab. Neuer ist da. Nochmal gerettet. Und dann ist nochmal Ribéry da. Aber auch hier Neuer richtig stark pariert. Also jetzt muss ich sagen, habe ich ein bisschen Glück, dass es hier nicht 1:0 steht und dann diese Situation in der 20. Spielminute wieder ein Konter von Dani. Der kriegt den hier auf Costa, der richtig schnell sein kann. Zieht hier in die Mitte und auch hier zieht er wieder richtig gut rein. Kriegt den hier auf Ribéry und Ribéry macht hier das 1:0 für Dani. Also die Druckphase konnte ich nicht überstehen, das hat er richtig gut gemacht. Allerdings wollte ich mich natürlich nicht aufgeben. Ich wollte weitermachen und direkt ungeschnitten hier die Szene. Anstoß für mich. Der Ball landet hier bei Lahm. Lahm bringt ihn hier auf Thiago. Thiago nochmal auf Lewandowski. Dann Müller. Und der Versuch auf Müller scheitert. Und Dani Bester dann auf dem Weg in die andere Richtung. Verliert hier aber dann den Ball. Kriege ich wieder auf Thiago, dann auf Vidal. Vidal treibt ein ganzes Stück, bringt ihn in die Mitte, kommt wieder bei Thiago an und Thiago macht hier das 1:1. In diesem Moment nicht unbedingt verdient, aber die Chance eben genutzt. Und dann springen wir hier in die 30. Spielminute, Dani bringt den Ball hier nach hinten und zu ruppig hier von Vidal, gibt hier den Elfmeter für Dani. Da war ich schon richtig auf 180, es läuft nicht.
Und Dani kriegt ja auch noch den Elfmeter, den er auch eiskalt mit Robin verwandelt. Aber auch da wollte ich mir nicht den Schneid abkaufen lassen. Wir springen hier in die 34. Spielminute. Dani direkt mal wieder mit einem Konter hier nochmal auf Robin. Robin spielt ihn nochmal rein. Ist wieder frei vom Tor und wieder rettet Neuer hier. Richtig stark gemacht. 45. Spielminute mittlerweile. Immer noch 2:1 für Dani. Dann hier mal der Ballgewinn. Runter auf Lahm. Lahm kriegt ihn hier auf Lewandowski. Lewandowski bringt ihn nochmal zurück auf Lahm. Lahm treibt den Ball, bringt ihn hier auf Costa. Costa mit der Ballrolle, da kommt die Grätsche. Und dann gibt es auch auf dieser Seite Elfmeter. Und Alaba bekommt hier noch die gelbe Karte. 45. Spielminute. Wichtig für mich hier, den Elfmeter gezogen zu haben. Lewandowski tritt an. Lewandowski an die Latte. Und dann kommt Costa. Und Costa versenkt hier zum 2:2. Alles wieder offen. Und ich brauche hier unbedingt den Sieg, um es irgendwie noch ins letzte Spiel zu schaffen und mir hier Punkte aus diesem Spiel zu ergattern. Und man sieht es hier, also 3:4 Schüsse, beide 2 Tore. Und dann gehen wir auch in die zweite Halbzeit und Dani Bester hier mit dem Anstoß. Anstoß direkt rüber. Führt den Ball hier mit Vidal jetzt, bringt ihn weiter auf Robin. Robin nochmal auf Costa. Vidal! Direkt mal mit dem ersten Abschluss. Komme ich nicht an den Ball. Und dann die 65. Spielminute. Hier Lahm, Thiago. Lahm etwas angeschlagen. Gute Flanke. Aber auch hier Costa im Abseits. Sehr schade eigentlich, weil die Flanke war richtig gut. Macht von Lahm. Aber hier in der 60. Minute an der Abstoß. Der kommt hier bei Robin an. Lewandowski bringt ihn hier nochmal auf Ribéry. Ribéry! Und was macht denn Alaba da? Bitte, was macht Alaba da? Und da war ich schon richtig aggressiv, weil ich überhaupt keinen Zugriff bekommen habe. Und dann auch noch Alaba mit diesem Ding hier. Also schöner kannst du den Ball da nicht reinmachen. Jetzt natürlich für mich alles nach vorne geworfen und Dani kommt hier zu kontern, bringt ihn nochmal und der Ball hier geklärt. Immer noch 2:3. Und dann gab es noch mal eine gelbe Karte wegen einem Foul davor und Dani nochmal mit der Ecke, bringt ihn hier lang raus, landet bei Ribéry und Ribéry mit dem Abschluss übers Tor. Wir sind schon mittlerweile in der 87. Spielminute. Ich brauche unbedingt dieses Tor. Götze treibt den Ball hier immer noch. Stoppt nochmal mit der Schussantäuschung. Bringt ihn hier auf Vidal. Vidal bringt den Ball weiter hier auf Costa. Und jetzt müsst ihr auf Vidals Laufweg achten. Da steht er, da steht er. Kriegt er den Ball, ist frei am Tor. Schießt aber Neuer mit der Glanzparade. Sichert Dani hier das 3:2 und dann gibt es hier nochmal die Ecke. Die verstolper ich. Gibt es eine weitere Ecke? Kriege ich es nochmal hin? Nochmal hier auf Ribéry, der den weiterbringt. Aber auch das hilft mir nicht groß weiter und gibt hier Abstoß. Gibt hier Abstoß für Dani. Der bringt den Ball lang raus. Landet hier nochmal bei Bernat. Der bringt ihn auf Alaba, aber dieser Ballverlust. Und dann gibt es den Abpfiff. Und von mir dann der Rage Quit, weil ich dann wegen diesem Alaba-Tor mal richtig sauer war. Also ja, auch der Petkus kann Rage quitten. Und dementsprechend verliere ich hier auch dieses Spiel. Und ja, so sieht der Baum oder so sieht die Gruppe jetzt aus. Dani Bester aktuell Erster, hat also in der Zwischenzeit, bis ich eben diesen Screenshot hier gemacht habe, ein weiteres Spiel gemacht und hat das auch gewonnen, hat 3:0. Cicinho steht hier als Zweiter mit 9 Punkten, wäre richtig, allerdings eigentlich nur mit 6 Punkten. Und Knusper momentan Platz 3 mit 3 Punkten, genauso wie Gentera, Klenhoff und Mo. Und ich allerdings habe ich natürlich 2 Niederlagen. Bertram Valdez hat bis jetzt alles verloren. Sieht jetzt nicht so gut aus am Anfang, aber es ist auch noch nicht ganz so wild, weil die Jungs müssen alle noch gegeneinander und die Chance auf
Platz 2 ist immer noch drin und ich denke, Dani Bester wird wohl auch nicht alle Spiele gewinnen. Er muss noch gegen Mo, er muss noch gegen Cicinho, er muss noch gegen Klenhoff. Und ja, von daher bin ich trotzdem noch guter Dinge hier, das Ganze zu überstehen und hoffe beim nächsten Video euch dann einen Sieg präsentieren zu können und hoffe ja, dass wir uns dann auch das nächste Mal wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch besser gefallen hat oder schlechter gefallen hat als ein ganzes Match wie gegen Mo oder Cicinho, lasst mir einen Kommentar rein. Ich würde mich freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.